So, herzlich willkommen zurück. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas mitnehmen können, ohne dass es jemand stört. Hier ist offensichtlich niemand. Das heißt wohl, wir können hier eigentlich alles mitnehmen in diesem Raum. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, vorsichtig. Links. Rechts. Rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Sag mal, willst du mich verarschen? Rechts, 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 rechts. Links. Oh Mann, rechts, 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 rechts. Rechts. Oh, wie dumm ist das? Und 50 Gold. Wer denkt sich denn so eine Kombination aus? Oh, das hat den Clarius bemerkt. Guten Tag, wir sprechen gleich mal mit dir, wenn du hier so rumstehst. Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer bist du? Ich bin Clarius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Er sitzt nur oben in diesem Stockwerk. Also verantwortlich. Zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando. Jedenfalls, solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die Stadt betreffen. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Tja, so ein Arsch. Moment noch. Probieren wir noch eine kleine Sache. Ja, mit dem Geld. Na warte, du dreckiger Dieb. Naja, war wohl nix. Gut. Nochmal laden, die Musik ist irgendwie auch weg, die hat keine Lust mehr wiederzukommen. Also sprechen wir mal ohne Hintergrundmusik. Aber jetzt lass uns durch, wir müssen noch mit Cornelius reden. Ne, müssen wir nicht, weil er nicht mit uns redet. Aber hey, ich will die hey. Buchkommode. Geh weg. Geh weg von der Kommode. Geh weg von der Kommode. Hey, du. Verdammt, ich kann die Kommode nicht anwählen. Ja, jetzt hör auf, mich so gruselig anzugucken mit deinem komischen Schattengesicht hier. Ah, jetzt noch eine Kommode. Nix. Und immer noch keine Musik übrigens. Und hier jetzt noch eine. Nix. So, also, wie heißt der Typ? Clarius ist jetzt weg. Aber wenn mich nicht alles täuscht, können wir das alles hier auch mitnehmen, wenn Clarius direkt daneben steht. Weil der Typ einfach irgendwie nicht der hellste ist. Ey, jetzt liegt der so. Er hat sogar den Blutkelch einfach daneben normale goldene Kelche gestellt. Als ob es ein stinknormaler Kelch wäre. Na egal, Clarius ist weg und wir können... Huch, der Richter sitzt ja auch rum. Und wir können uns jetzt hier gemütlich Wein und Wasser klauen. Oh. Na gut, können wir nicht. Seltsam, wieso sieht er uns ständig? Naja, wenn wir es klauen wollen, dann müssen wir warten, bis es Nacht ist, aber dafür... Ah, da sitzt er und guckt mich an. Aber dafür haben wir keine Zeit und deshalb verziehen wir uns jetzt wieder. Wir haben ja den Blutkelch, den Rest brauchen wir gar nicht. Wie viel ist es? 19:32 Uhr. Neue Aufgabe, Beweise. Wir können jetzt zu... Ja, wir können jetzt zu Vatras gehen und ihm Bescheid sagen. Und die Leute stehen hier drauf rum. Ach ja, jetzt ist ja Kapitel 2, ne? Jetzt gibt's eine Menge neuer Quests. Und wir sollten vorsichtshalber so ziemlich mit allen Leuten hier reden. Denn einer von denen könnte eine Quest haben und wir merken es nicht mal. Das ist mir schon oft passiert. Ich habe was anderes gehört. Gibt's was Neues? Leute wie du, wenn du... Wer sagt denn sowas? Nee, der hat dir nichts zu sagen. Oh, hey, du. Wir können ja hier auch noch gucken. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Das ist ja Ich weiß es nicht. Ja, okay. Hallo Lothar, hast du noch was zu melden? Ah, ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt? Doch. Das darf doch nicht wahr sein! Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Das darfst du keinem erzählen. So, und jetzt da hinten ist noch Lutero. Der könnte eine Quest haben, weil wir jetzt ins Minental müssen. Daran erinnere ich mich nämlich leicht, dass der eine Quest für mich hat. Wo ist er denn? Ah, da sitzt er. Hey, Lutero. Ah. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers.
Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Oh, das hört sich gut an. Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Ja, ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Und noch schnell mit Salandriel sprechen. Und es ist eh schon fast Nacht. Dann können wir auch... Ja, es ist gleich Nacht. Wir können dann auch schlafen gehen. Also so viel, so dringend brauchen wir die Zeit im Moment nicht. Salandriel, hier ist es. Halt, hier. Hallo. Nee, er hat nichts zu sagen. Gut, aber wenigstens ist die Musik zurück. Das ist doch toll. Lutero geht auch irgendwo hin und Bürger und Stadtwache und Stadtwache und Wambo geht bestimmt gerade in die Taverne. Da sitzt er nämlich jetzt rum, weil wir ihm Geld gegeben haben. Und noch ein Bürger. Ich glaube da nicht dran. Und wir gehen jetzt gleich erstmal zu Vatras, oder? Nee, machen wir das morgen früh, in aller Frühe, zu Vatras gehen und so. Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Herberge von Hanna. Oder am besten, wir gehen direkt runter zu Cassia. Und geben ihr ihre Blutkelche. Ich weiß bloß noch nicht, welche Belohnung ich will. Naja. Jetzt also erstmal hier zu Hanna in die Taverne und runter zu Cassia. In die Herberge, nicht in die Taverne. Und dann runter zu Cassia und ja. Gibt es eigentlich noch jemanden, den ich das Diebeszeichen noch nicht gezeigt habe? Ich glaube, ich habe es einen gezeigt. Rengaro hat mir Geschick gegeben. Und so weiter. Okay, die hat nichts mehr zu sagen. Also gehen wir runter zu Cassia und bringen ihr ihre Blutkelche. So, schon sind wir unten. Und dann reden wir am besten noch mit den anderen Zweien. Vielleicht haben die ja noch was zu tun für mich. Hey, du. Wegen der Blutkelche. Die Kelche kann ich nur zusammen loswerden. Bring mir alle 6. Hab ich doch. Hey, ich hab doch alle dabei. Was ist denn los? Wieso fehlt denn da noch einer? Hey, das sind doch 6. Willst du mich verarschen? Du kriegst nicht ein paar auf die Fresse. Wegen der Blutkelche. Jetzt. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Deine Belohnung kannst du haben. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, das du dir aneignen kannst. So, okay, gut. Reden wir erstmal noch mit Jesper und Ramirez. Hey, du. Nee, Jesper hat im Moment nichts zu sagen. Hey, wir haben hier ein Level Up. Hey, cool. Da haben wir schon wieder 10 Lernpunkte, die wir uns jetzt erstmal aufsparen werden. Dann mal schauen, wofür wir sie ausgeben. Ah, seht mal. Hast du einen Job für mich? Es gibt da schon eine Sache, die ich gerne haben würde, aber bisher habe ich es noch nicht gefunden. Was kann ich dir besorgen? Einen Sextanten. Bring mir einen Sextanten. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Ich dachte, ich hätte mal einen gehabt. Oder es war irgendwie... Ja, auf jeden Fall gibt es später einen. Wenn wir die Drachen töten müssen, finden wir einen. Das dauert aber noch eine Weile. So, und jetzt hier... Jetzt mal schauen, was wir für eine Belohnung wollen. Das muss sich auf jeden Fall lohnen. Hey! Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Einen Ring der Lebenskraft, 4 Elixiere der Heilung oder 400 Goldstücke. Ich glaube, ich habe noch keinen Ring. Mal schauen. Gib mir den Ring. Mal schauen, wie das so ist. 20 Lebensenergiebonus. Wir haben hier 2 recht sinnlose Dinger. 183 statt 163. Im Moment lohnt sich das ja schon. 400 Gold ist auch nicht so viel. Aber vielleicht würden wir es später noch gebrauchen können. Aber naja. Nehmen wir lieber den Ring, weil Gold haben wir eh irgendwann in Hülle und Fülle und wird uns schon reichen, das bisschen Gold. Und jetzt müssen wir noch... Wir müssen irgendwann unseren ganzen Schrott loswerden, aber das können wir auch morgen machen. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, dann sprechen wir noch mit Vatras. Also, ab ins Bett.
Und guten Morgen. So, jetzt erstmal zu Vatras, oder wir gehen noch kurz zu den Händlern vorher, weil ich nicht weiß, ob die noch was für mich haben. Huch, die Tür backt. Also nee, nicht zu den Händlern, sondern zu den Handwerkern, aber zu den Händlern können wir aber auch später machen. Geben wir Bosbar seine neuen Fälle, vielleicht haben wir ja welche, ich weiß es gerade gar nicht. Und reden noch mit Matteo und all den anderen Trotteln. Hallo, ich hab ein Schwert. Na bitte, geht doch. Sogar Vatras sag ich, soll die Waffe wegstecken, auch wenn er nichts gesagt hat, weil er irgendwie gebackt hat.